Ich begrüße Sie zur heutigen IT-Ausgabe. Bleiben Sie dran, denn gleich werden Sie die trendigsten Neuerscheinungen aus der Welt der IT-Branche erfahren. Mit den neuen Turnschuhen von Nike müssen Sie sich nicht mehr anstrengen, denn Nike hat selbst schnürende Schnürsenkel entwickelt. Der Schuh kennt die Ferse des Benutzers und zieht die Schnürsenkel automatisch fest. Die Enge können Sie entweder selbst anpassen oder automatisch einstellen. Die Lebensdauer der Batterie von bis zu 2 Wochen ist erstaunlich. Außerdem blinkt der Schuh rot, wenn Sie die magnetische Sohle, in der sich das Ladegerät befindet, berühren. Es sieht so aus, als ob wir der Zukunft einen Schritt näher gekommen sind. Nun können Sie sich entspannt zurücklehnen und ein Bier öffnen oder vielleicht herstellen. Sie haben richtig gehört, mit dem Pico Brew können Sie tatsächlich Bier herstellen und zwar ganz nach Ihrem Geschmack. Mit der Vielfalt unterschiedlichster Aromen können Sie kreativ werden. Wenn Sie auf mögliche Fehlschläge aber verzichten wollen, dann können Sie einfach ein Pico Pack kaufen, welches von hunderten Brauereien für echte Bierkenner angeboten wird. Für dieses Gerät gibt es auch eine App, damit Sie Ihr Baby und Ihre Fortschritte immer im Auge behalten können. Das Pico Brew Bier werden Sie nicht mehr alleine trinken müssen. Nun können Sie Ihren einsamen Feierabend mit Azuma Hitari, einem holographischen intelligenten Mitbewohner, verbringen. Die Waifu aka Wi-Fi-Frau interagiert mit Ihnen wie ein ganz gewöhnlicher Lebenspartner. Das Gerät kann Texte senden und empfangen, so dass Sie immer in Verbindung bleiben. Man kann es auch mit intelligenten Geräten wie dem Smart Staubsauger und dem Smart Licht verbinden, damit das Heim glänzt, wenn Sie wieder nach Hause kommen. Gatebox wollen mehr Holo-Charaktere einführen. Mit einem Preis von rund $2.700 ist dieses Produkt deutlich günstiger als eine echte Freundin. Das waren die trendigsten Neuerscheinungen aus der Welt der IT-Branche. Allen unseren IT-Fans wünschen wir ein angenehmes Weihnachten und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr.